Nein, wusste ich nicht. Das heißt, man würde eine Tätowierung auch gar nicht so richtig sehen. Zumindest nicht mit Schwarz. Dann lassen wir das. Und ist dein Briefchen fertig, Abel Mir? Sekunde. Letzten. Zahlreiche Titel von Abel Mir erfüllen wohl den Brief genau. Mit am meisten. Mittlerweile mehr Titel von Abel Mir als die von Ohio. Wisst ihr, was mir noch eingefallen ist? Das Bergkönigreich Toshmur. Es lobt immer eine Auszeichnung aus für das Töten eines großen Drachen. Also wenn wir Rassasaur wirklich zu Fall bringen, dann kriegen wir den Tirkura-Schindling in Titanium. Ist das nicht fantastisch? Ein was bitte? Ich denke, das Pendant zur gelben Schärpe. Ja. Vielleicht sollten wir erstmal den Drachen erledigen, bevor wir seine Haut verkaufen. Beim Thema Haut verkaufen, aber mir müssten wir einer Kleinigkeit zur Hand gehen. Sicherlich. Lass mich kurz diesen Brief siegeln. Ja, oh, fertig. So, ich roll ihn zusammen und ja. Ja? Nun, wir haben immer noch diese Kiste voll mit Drachenschuppen. Und das Fälligkeitsdatum unseres Kredites bei der Nordlandbank rückt näher. Ihr als Alchemist kennt euch doch sicherlich damit aus, wie man die am besten zu Geld macht. Ich denke, ich hätte da ein paar Interessenten. Hervorragend. Wollen wir wirklich alles verkaufen? Abel Mir, Kuchen ist fertig. Ah, vielen Dank. Ich erwarte, dass ihr mir eine Summe von 650 Dukaten beschafft. Also etwa die Hälfte von dem, was... Okutz kommt hinein und stellt einen großen Kuchen vor euch hin. Frau Prutz, vielen Dank für diesen hervorragenden Kuchen. Habt ihr noch ein paar Kekse? Und die sind noch im Ofen, Abel. Ah, wunderbar. Könnt ihr mir noch einen Gefallen tun? Du hast die Zeitung angefasst, du hast Druckerschwärze an der Hand. Wasch dir die Finger. Ja, so sofort. Los. Sofort. Frau Prutz, könnt ihr mir einen Gefallen tun, um einen Boten senden, dass wir einen Boten brauchen? Ja, mach ich. Vielen Dank. Und jetzt wasch dir die Hände, Abel Mir. Du hast Druckerschwärze. Ja, an den Fingern. Ja, ich gehe dann ins Badezimmer wahrscheinlich und wasch mir Hände. Oder zum Badezubehör, also Badetrog, wie immer. Gut. Dann könnt ihr eine Stunde später mit einem dementsprechenden Boten die Einladung bekommen, dass ihr in der alten Residenz vorgeladen werdet. Ja, und so könnt ihr dann bei Rohaya im Thronsaal stehen. Könnt ihr wohl erkennen, dass einiges an Brimborium aufgefahren worden ist. Nicht für euch, sondern sie sieht wohl ein bisschen so aus, als wäre sie in einer Abreise begriffen. Viele Herolde, Botschafter, die da gerade viele Dinge packen, auch viele Utensilien aus dem Thronsaal, die jetzt hier eingepackt werden. Rohaya kommt dann auf euch zu, nickt euch gönnerisch zu. Wir erlauben euch zu sprechen. Schön, dass ihr wieder hier seid, meine Helden, dass ihr erfolgreich wart. Wir hatten leider noch nicht die Gelegenheit, euch für die Eroberung von Wahrung zu danken. Dennoch seid gewiss, wir denken täglich, stündlich an euch. Eure gnädige Majestät, die Tat selbst ist Dank genug. Wie können wir euch zu Diensten sein? Ihr seht, wir haben hier einiges zu tun. Ich bin an der Überlegung, dass wir diesen Kaiserhof zu einem reisenden Kaiserhof umgestalten, so wie es die Weisen einst taten. Euer Reich, eure kaiserliche Majestät, ist immer noch auf allen Seiten von Feinden im Äußeren wie im Inneren bedrängt. Und wir sind unschlüssig, was genau wir tun können, um euch bei der Verteidigung eben jenes zu helfen. Ich hörte davon, dass der Thronräuber Ansven von Rabenmund auf die Trollmauer zumarschiert. Wir sind uns nicht ganz sicher, was er damit vorhat, doch das kann nichts Gutes bedeuten. Wir möchten, dass ihr euch aufmacht, wieder in Richtung Romulus und euch dort dann mit der Fürstin kurz schließt, was sie von euch erwarten kann. Eventuell einen weiteren ein Spionageauftrag, so mag man wohl sagen, oder aber eine diplomatische Mission, die ihr dann in unserem Namen oder in dem Namen der Fürsten vollbringen dürft. Weiteres werdet ihr dort von der guten Irmegunde erfahren. Euer Majestät, wir werden dafür sorgen, dass es zu eurer vollumfänglichen Zufriedenheit ausgeführt wird. Solltet ihr den Bruder von der Fürstin dort antreffen, dann seid
bitte so frei und nehmt ihn in unserem Namen fest, denn er unterstützt unseren Bruder, Kaiser Selindian, was ich nicht gutheißen kann. Ihr seid zwar immer wohl noch, da dies nicht widerrufen wurde, die Gaugrafen von Dapatien, doch auch wenn dies nicht mehr ganz dapatisches Reich sein mag, handelt in meinem Namen, wenn ihr ihn festnehmen müsst. Wir werden in eurem Auftrag handeln, sofern die Verwicklungen mit der Fürstin selbst dies zulassen. Wenn der Mann dabei verletzt wird, ist nicht dramatisch, oder? Die Situation ist vertrackt. Der Bruder unterstützt meinen Bruder und die Fürstin Immergunda selbst hat sich klar und deutlich gegen Answin von Rabenmund ausgesprochen, ist also auf unserer Seite. Wir dürfen sie nicht vergrätzen, vergraulen. Sie mag zwar die Schlange von der Patient genannt sein und ist in Intrigen besonders geschult, doch seid auf der Hut. Ach, keine Sorge, diplomatisches Fingerspitzengefühl ist genau unseres. Ich nahm ihrem Bruder damals selbst noch das Versprechen ab, sie in Jan Hall zu unterstützen. Verzeiht, Euer Majestät, dies war zu einer Zeit, in der wir euch totwenden. Dieser Fehler sei euch wohl verziehen. Immerhin habt ihr schon einiges für uns getan, aber ich hoffe, dass das nicht wieder vorkommt. Selbstverständlich. Wir werden dann diesen Kundschaftsauftrag für euch ausführen. Werden wir Kontakt zu Rondrian Paligan haben? Sechs der Durchführung? Rondrian Paligan weilt noch an meinem Hofe, an unserem Hofe und sorgt mit weiteren Diplomaten dafür, dass wir diesen Kaiserhof in einen reisenden Kaiserhof verwandeln. Es wird wohl noch einige Zeit dauern, aber mit den Jahren werden wir soweit sein. Immerhin ist es einiges zu tun. Selbstverständlich. Ich hätte da noch ein persönliches Anliegen, wenn ich so frei sein darf. Wie ihr seht, Mira hier neben mir, die Wachen am Tor, das dauert immer ewig. Könnt ihr mir nicht irgendwas ausstellen, dass ihr sagt, ich darf ein neues Band mit mir führen? In die alte Residenz? Ja, wo auch immer ich den hinführen möchte. Nun, wir hatten vor ein paar Jahren unter Reto einen Schröter-Erlass, von dem es gestattet war, Schröter in der Stadt zu führen. Ich denke, man kann einen solchen Erlass auch für euch als Sondererlass ausstellen. Auch wenn es kein Schröter ist, sondern ein Eisbär. Aber wunderbar, an wen soll ich mich wenden? Dann am besten an Rondrigan. Ich wende mich an Rondrigan. Wunderbar, ich wollte mir nur eure Erlaubnis abholen. Wunderbar, danke. Amira, siehst du, jetzt darfst du überall rumlaufen, weil du so ein braves Mädchen bist, ja. Also, eure Mission, soweit ihr euch dann aufmacht, befragt Fürstin Immergunde, wie ihr dort helfen könnt, findet heraus, was Answin an der Trollpforte zu schaffen hat und wenn es euch gelingt, nehmt den Bruder von Immergunde fest. So ist es befohlen, so wird es geschehen. Preuers Volt. Sie nickt. Rondrian Fex mit euch. Und mit euch. Damit ziehen wir ab. Ach, Rafim, wenn du mit Paligan sprichst, erzähl ihm doch vielleicht, dass es Kiaras gut geht. Er wird sicherlich wissen wollen, was aus seinem Landsmann wurde. Ja, ich suche den Sack hier irgendwo. Ich würde einfach den nächsten besten Diener mir suchen. Wo ist der Paligan? Rondrigan. Dort drüben, mein Herr. Was heißt dort drüben? Führ mich dahin, Samai, bist du schwer vom Begriff. Verzeiht. Er buckelt so ein bisschen vor dir und geht dann mit dir die Treppe nach oben auf so eine Balkonage, wo du dann Rondrigan Paligan erkennen kannst, der da wohl so ein großes Greifenbanner zusammenfaltet. Oh, Herr Paligan, wunderbar. Ich suche nach euch. Ich komme wegen zwei Dingen zu euch. Gleich wichtig. Erstens, wir haben Carino ausfindig gemacht. Der ist wohl irgendwo in Mendena untergetaucht, aber genaueres wissen wir auch nicht. Du meinst Kiaras Carino? Ja, natürlich. Ja. Ich kenne alle Carinos, deswegen wollte ich einfach mal nachfragen. Ja, aber ich habe die Kaiserin gefragt wegen einem Dispens für meinen Eisbären. Und sie hat gesagt, ich soll mich da an euch wenden, ihr könntet da irgendwas ausstellen. Eisbären in der Stadt? Bin überrascht, dass ihr sowieso hier reingekommen seid.
Ich bin Held der Stadt von Romulus, was auch immer, hat gereicht, um hier reinzukommen. Ja, ich glaube, die Panthergarde kann euch sowieso nicht aufhalten. Vielleicht liegt es auch daran, dass ich ihn böse angefunkelt habe. Ich möchte es nicht leugnen. Aber habt ihr jetzt unsere Spence für mich? So was mit Siegeln und was Offizielles wäre ganz schön. Ich glaube, wir hatten damals einen Erlass für Schröter. Das waren so Reitkröten. Was weiß ich, mir egal, mein Bären. Ja, es dauert also ungefähr 10 Minuten. Also mach das mal so, dass das im Mittelreich gilt. Ich meine ja, wenn ich schon bei der Kaiserin frage, muss ich das ja auch lohnen. Es dauert ungefähr 10 Minuten, dann hast du einen umgeschriebenen Schröter-Antrag für deinen Eisbären mit Mira. Und du musst aber Mira dann eben auch in Geschirr halten, zumindest in der Stadt. Das ist die Auflage. Ja, mal gucken, ob sie das durchsetzen können. Steht zumindest offiziell so drin. Kannst dann aber eben mit unterschriebenem Blatt von Rondrik an Paligan als Berater der Königin, der Kaiserin. Habt ihr auch noch irgendwie so einen offiziellen, so eine Lederbox, wo man das reinpackt? So ein rundes Ding, wie heißt das denn? Eine Depesche? Ja. Ja, hier. Wunderbar. Wird ihr haben. Ja, dankeschön. Ja, dann wünsche ich euch noch viel Spaß bei eurem Ausflug. Wir gehen jetzt was umbringen. Sehr so, gut. Mira, komm her. Lass den Mann da in Ruhe, der hat dir nichts getan. So. Rafim geht auch zurück. Gut. Damit... Ich würde auf dem Rückweg nochmal beim Ingram-Tempel, beziehungsweise beim Angorsch-Tempel, aus meiner Sicht, vorbeigehen, um mal nach meinem Hartholzharnisch zu fragen. Der ist ja bis zu meiner Abreise nicht fertig gewesen, dürfte jetzt aber wahrscheinlich vorliegen. Ja, der Hartholzharnisch wurde wohl mittlerweile gefertigt und ebenso Stücke, Teile aus Endurium, die aus der ehemaligen Rüstung des Verräters gefertigt worden sind. Ihr hattet ja den Vater von Ludalf von Wertling, Udalbert, hattet ihr ja in seiner Endurium-Rüstung gefällt, ihn hinausgeschnitten und mit der Boltax-Hilfe des Elementars dann eben auch daraus befreit. Sodass dann eben auch einzelne Stücke aus Endurium für euch angefertigt worden sind, unter anderem das Bandschwert von Isarun. Als ihr euch wieder so ein bisschen aufbruchbereit macht, könnt ihr wohl von Frau Putz einen Brief finden, der an vor allem Abelmir und Rafim gerichtet worden ist. Ihr erinnert euch, ist schon einige Zeit her, schon 3 Monate, dass ihr damals in Punin gewesen seid, aber Ture... Derjenige, der euch damals bei der Befreiung der Paktiererin geholfen hat, hat euch wohl ein Mitbringsel hinterlassen, nachdem er an Garret hier vorbeigelaufen ist. Der Brief ist halt ein Brief in einer für einen Torwaller wohl doch recht deutlichen, geschwungenen Schrift steht dort. Verehrter Abelmir, verehrter Rafim. Leider wart ihr nicht zugegen, als ich zu Besuch gekommen bin und von dem, was ich hörte, seid ihr und eure Gefährten schon weitergezogen. Ich hoffe, dass die Götter, die euch am nächsten stehen, ihre Hände über euch halten. Man hört einiges über eure Heldentaten in den Straßen dieser großen Stadt und so ist es an sich nicht verwunderlich, dass ihr schon wieder dem Ruf des Abenteuers folgt. Diese Tage muss ich vermehrt an unsere gemeinsamen Erlebnisse denken und von großer Unruhe sind meine Träume. Das hat dazu geführt, dass wir derzeit noch nicht nach Torwald ziehen, sondern zunächst nach Weiden gegangen sind. Dort in Trallop haben wir Freunde. Solltet ihr Bedarf nach einer weiteren scharfen Axt oder einem schnellen Bogen haben, zögert nicht, meine Frau und ich werden zu euch eilen. Ich habe die Runen geworfen und alles scheint in Bewegung zu sein, gerade wenn es um euch geht. Achtet auf euch und eure Gemeinschaft. Svafnir sei mit euch. Ture Arilson. Diesen Brief kann euch Frau Putz überbringen. Hatte sie wohl zwischen den ganzen Keksrezepten vergessen, nachdem sie dann hier wieder eingezogen ist, den Weg aus Punin angetreten ist. Sie entschuldigt sich vielmals. Das ist ja nett. Was er wohl in Torwall will, warum zieht es Leute nach Torwall? Also ich verstehe das überhaupt nicht. Naja, er ist Torwaller. Naja, deswegen muss man nicht zurück in seine barbarische Heimat gehen. Es ist so viel schöner, es gibt so viele schönere Gegenden. Ja, ihr habt recht, Xalosh. Einmal denke ich, ich bin der Diplomatische hier. Nochmal bitte. Es ist doch ganz schön kalt dort. Aber ja, wenn es seine Heimat ist. Nun ja, es gibt nicht nur in Torwald Torwaller. Es ist schon schlimm genug, dass es in Torwald Torwaller gibt, aber... Ich kann euch nicht ganz folgen.
Ich wollte damit ausdrücken, warum zieht sie sich Leute nach Torwall? Selbst wenn es ihre Heimat ist. Alanfa ist viel schöner. Der Platz ist schöner als Torwall. Aber ich dachte, in Alanfa gibt es auch Torwall, ne? Ja, ich fürchte ja. Ja, das ist richtig. Komm ja ganz schön rum. Ja, Seefahrer halt. Naja, wir Zwerge sind keine Seefahrer und kommen auch ganz ordentlich rum. Ja, aber ihr seid doch alle sehr alt. Da kann man auch laufen. Das ist richtig. Wir nehmen uns halt Zeit für die schönen Dinge, wie die Landschaft. Oh. Naja, sei es wie es sei. Ihr wird schon wissen, was er tut. Ja. Der war damals auch ein ganz kluger Jung. Andere Frage. Brauchen wir ihn denn? Ich meine, das ist eine Aufforderung, ihn zur Hilfe zu rufen, wenn wir ihn benötigen sollten. Nun, ich hatte schon einen Brief nach Torwall geschickt an eine gewisse Akademie, aber noch keine Antwort erhalten. Gerade ihr einen Brief an Torwall? Nun ja, es wurde mir aufgedrängt. Oktroyiert sozusagen, könnte man sagen. Nichtsdestotrotz, ich denke, ich werde mich um den Verkauf dieser Schuppen kümmern müssen. Einen anderen Brief hattest du allerdings erhalten, und zwar einen aus... Ja, deiner ehemaligen Heimat im Horasreich. Hat es ja auch an die geschrieben und als Antwort kam: Geehrter Freund Jamorenes, wir freuen uns über euer Vertrauen in unsere Fähigkeiten. Leider müssen wir dem kommenden Feldzuge im Horasreich nach Kräften unterstützen. Die Thronfolgekrieger entzweien das Reich und machen unser Eingreifen in den Schildlanden in nächster Zeit unmöglich. Erst vor wenigen Monaten haben wir den Großteil unserer Feldscher aufgerieben, wie ihr wisst. Ihr wart anwesend in der Schlacht auf dem Felde Mythraels. Mit großem Bedauern, NVDA, Spectabilitas, Spagyrica. Ich vergaß, diesen Brief zu erwähnen. Ich fürchte, das Horasreich wird uns keine Hilfe schicken. Sie haben eigene Probleme und nun ja, ihre Verluste auf dem Mythraelsfeld waren doch wohl stärker, als ich gedacht hatte. Stimmt, wir haben ja Elpunin davon erfahren. Also... von den eigenen Problemen eures Kindes. Nun, kam etwas vom Hochkönig? Kam etwas vom Hochkönig, werte Frau Putz? Was? Nein. Nein. Von den Novalis auch nicht, oder Frau Putz? Nein. Wir hatten aber vor 2 Wochen ein paar Torwaler hier. Die habe ich aber wieder weggeschickt. Weil sie auf euren Teppich getrampelt haben. Auch. Und dann wollten sie Zelte im Garten aufschlagen. Nun, das ist immerhin beruhigend zu sehen, dass euch die neue Villa gut bekommt. Es ist zwar nicht mein Haus und das meines toten Mannes, aber immerhin wird Garrett wieder aufgebaut. Das habt ihr gut gemacht, dass ihr diesen Torwallern nicht erlaubt habt, hier im Zelt auf dem Gartengrundstück zu übernachten. Was sollen die Leute denken? Sie hatten Hängematten dabei. Ach Gott. Oh, Hängematten sind sehr bequem. Was sollen die Leute denken? Die Nachbarn? Ja, das ist doch egal. Das ist doch egal. Aber mir die Hälfte unserer Nachbarn ist tot. Oder hasst uns. Nee, die überleben natürlich. Dass er rumspricht, dass wir hier Streuner aufnehmen. Die hassen uns sowieso, weil wir Neureiche sind, die in ihr schöne Seelenviertel gezogen sind. Bitte bezeichnet mich nicht als Neureich. Bitte bezeichnet mich nicht als Reich. Iseron, kein Geld. Iseron, für die Leute, die hier ihre Willen haben, sind unser aller Vermögen zusammengenommen immer noch Neureich. Ich stamme aus altem Adel. Das wirkt mehr als irgendwelches Geld. Aber ihr versteht nicht. Es geht darum, dass ihr nicht aus Gareth seid. Ist doch egal. Schaut euch das doch mal an. Also von deren Perspektive aus. Ich baue hier Kristalle an. Raphim hat einen nicht lizenzierten Kampfclub im Keller. Und ein Chorschrein ist das Wort, und ein Zoo. Das ist es also, was die ganze Nacht so laut ist. Vor allem hat er ein Zoo. Ja, das mit dem Zoo ist ja... Vera ist ein geschätztes Mitglied der Gruppe und du kannst mich am Arsch lecken. So. Ich habe übrigens meinen Brüdern und Schwestern erlaubt, wenn sie mal in der Stadt sind, dass sie sehr gerne in meinem Zimmer schlafen können. Nur, dass Frau Putz Bescheid weiß. Wenn jemand kommt, der das gleiche Wappen wie ich auf der Brust hat, ungefähr 2,50 Meter groß ist und die Tür kaputt macht, dann gehört er zu mir. Ich werde ausziehen. Exo und Milch?
Ja, natürlich. Die würden sich auch über Kekse und Milch freuen. Das wäre dann sehr nett, wenn sie die anbieten würden. Aber danke doch. Oh, und. Nein, und nicht jetzt, Abelmir. Du hattest vorhin erst Kuchen. Ich meinte nur, wenn die werten Gäste von dem werten Herrn Rafim eintreffen, dann bewirte ich sie mit Keksen und Milch. Du bist dick geworden. Ich bin noch nicht dick geworden. Naja, ein wenig schon. Guck mal, unsere Bäuche ist mittlerweile fast gleich groß. Das halt bitte ich. Abelmir, ich wasche deine Wäsche. Ich merke doch, wenn die Nähte geplatzt sind. Ich sollte aufbrechen. Nur noch mal, um das zu Ende festzustellen. Yalan hat sich auch nicht besonders viele Freunde gemacht. Einfach weil er Yalan ist. Der Rechtschaffene braucht keine Freunde. Sagte ich ja. Und naja. Abelmir und Isahun sind Magier. Weiß nicht. Hat man die gerne als Nachbarn? Natürlich. Also Isahun vermutlich schon. Den werten Herrn Schwarzmagier vermutlich nicht. Oder bin ich damit jetzt falsch? Ich gehe nicht davon aus, dass ihr falsch seid. Wunderbar. Also mein Heimattempel liegt in der Nachbarschaft des Chortempels und der Alachami. Ich habe mich noch nie über meine Nachbarschaft beschwert. Na, die Brüder Kors würden dir auch aufs Maul hauen, wenn du es wagen würdest. Ich bin oder sicher, die Brüder Kors haben Besseres zu tun. Das ist auch wieder richtig. Naja, auf jeden Fall. Danke übrigens nochmal mit dem Ritual, das war sehr hilfreich. Keine Ursache. Amira, das hat sie gut gemacht, ja, hat sie. Nun, Salamin, da ihr bei der Audienz anwesend wart, nehme ich an, ihr werdet uns nach Romalis begleiten. Ich denke ja. Vielleicht könntet ihr ein wenig diplomatische Unterstützung gebrauchen. Ich sehe nicht, was an meinen diplomatischen Fähigkeiten unterstützenswert wäre. Genau, ja, weil sie nicht existent sind. Ihr habt gute Kontakte nach Romulus, nicht wahr? Hervorragend. Die besten. Rafim, du bist doch ein Ritter ihrer fürstlichen Erlaubnis. Ich bin Rafim Ibn Kanava von Romulus, Held der Stadt. Bla. Irgendwie sowas. Er macht sich nicht so viel aus Titeln. Mira kaut gerade auf deiner gelben Schärpe herum. Och nein. Wie schade. Na, ich frage Heile, ob ich eine neue kriege. Mira, du sollst doch nicht auf Klamotten rumkauen. Jetzt ist die Schärpe gut belüftet. Boltax, ist dieser Orden, den wir da von den Zwergen kriegen, stabiler gebaut oder ist der auch nicht bärensicher? Der ist aber sowas von bärensicher. Das geht immerhin, der Orden wird verliehen, wenn du einen Drachen tötest. Also, das ist schon was. Wie groß ist der Orden? Seht ihr ja ungefähr die Länge meines Daumens? Ja. Das dreht ihr einmal komplett um und dann habt ihr etwa den Durchmesser. Ja, dann passt er ja aufs Bett, dann ist ja alles gut. Ja. Lebst du überhaupt in deinem Bett, wenn deine ganzen Orden liegen? Ja, ich schieb die meisten zur Seite. Manchmal fallen sie runter, aber das ist ja auch egal. Gibt ja ständig neue. Ich blicke hilfesuchend in Isarons Richtung. Bestimmt hatten meine Arme. Bestimmt hat Mira nur schon wieder Hunger. Er hätte sehen sollen, was die beiden für Mengen an Fleisch vertilgt haben. Oh, es war wunderbar. Man sollte immer den eigenen persönlichen Rajani im Haus haben. Wie findet ihr eigentlich meine neue, sehr kleidsame Rüstung? Ist das Holz? Das ist Holz. Haha. Sie ist gar nicht bunt. Ihr seht fast aus wie ein Maraskaner damit, aber sie ist. Ja, ich habe mir noch nicht überlegt, in welcher Farbe ich sie anpinseln möchte. Wo solltet ihr von Schwarz und Rot? Nein, Schwarz und Rot. Was? Die Farben des Sphärenschänders? Was hattet ihr denn davon, wenn wir sie euch schön gold anpinseln? Wäre es mit etwas Unauffälligem? Oh ja. Wie Schwarz und Rot, guter Vorschlag, Abelmir. Du solltest unbedingt die Farbe. Dunkelgrau wäre hilfreich, denke ich. Dunkelgrau. Grün-braun gefleckt. Er sagt einmal, Boltax, wächst diese Rüstung noch? Ja, wie oder Blätter. Wie Blätter. Meinst du, weil sie aus Holz ist, dass sie noch wachsen kann? Ich denke nicht, dass sie noch wächst, aber ich muss mich natürlich trotzdem gut um sie kümmern, denn Holz ist ein nicht zu unterschätzendes Material, das viel Pflege bedarf. Nicht wahr, meine schöne Rüstung? Ja, genau. Fängst du jetzt auch mit deiner Rüstung an zu reden, wie Rafi mit deinem Bär? Vielleicht.
Ich mag die Rüstung. Ja, oh, danke, danke. Du hast die Fee ja immer noch im Bad. Ja, ja, wir müssen uns ja auch noch ihres Problems annehmen, nicht wahr? Hast du das denn immer noch nicht getan? Ich wollte das mit Abelmir zusammen machen, aber ich war ja leider unterwegs. Nun ja, ich denke, das wird etwas zeitaufwendiger werden. Wir werden es in den nächsten 3 Tagen nicht schaffen. Nun, dann würde ich sagen, die Blütenfee bleibt erst einmal hier und geht im Haushalt Frau Putz zur Hand. Oder so. Kekse packen. Willst du dir den Garten zeigen? Oh ja, genau. Der Garten ist wunderbar. Ich habe wunderbare Sachen dort angebaut. Ein Ilmenblatt und ein paar Champignons. Und wenn übrigens du glaubst, dass du jetzt weniger Ilmenblattpflanzen hast als vorher, das bildest du dir ein. Nicht, dass du auf diese Vermutung kommst. Du kannst dich immer daran bedienen. Es ist nicht so, dass das nur hier anbaue, um meine eigenen Bedürfnisse zu befriedigen, nein. Dann hätte ich ja gar nicht nachts aufstehen müssen. Nein. Mach das doch früher, Boltax. Das habe ich dir das letzte Mal schon gesagt. Ja, ich vergesse manche Dinge. Kommt von den Schlägen auf den Kopf, oder? Ich befürchte tatsächlich auch, ja. Ja, aber das ist selbstverständlich auch nochmal eine Einladung an alle anderen. Wenn ihr etwas aus meinem kleinen Gemüsegarten wollt, tut euch doch bitte gütlich daran. Nur erzählt den Zwergen von Xordosh vielleicht nicht, dass ich hier Pilze anbaue. Das darf ich ja offiziell nicht. Niemals. Ich werde schweigen wie ein Grab. Oh, da bin ich beruhigt. Ah. So könnt ihr aufbrechen in Richtung Robelis. Die Reise mit Pferden dauert 4 Tage, die ihr dann in den verschiedenen kleinen Städten und Orten unterziehen könnt, die mittlerweile wieder etwas bevölkerter sind, als es auf eurer Hinreise schon war. Denn das Land hat sich leicht erholt, auch wenn viele Flüchtlinge immer noch nicht wissen, wohin. Und die Kriminalität ist definitiv höher geworden, einfach dadurch, dass ganz Dapazien vertrieben worden ist. Dann erreicht ihr Romulus am 19. Travier, am 19. Hisinde. Die Stadt hat während der Belagerung und der Besatzung schwer gelitten. Viele Häuser und Tempel wurden zerstört. Tausende Bewohner fanden den Tod durch Waffengewalt. Aber sie steht. Wird wohl ebenso wie Gareth langsam wieder aufgebaut. Ihr könnt dann im Osten der Stadt das Ganze durchs Katzloch und die Friedenstadt betreten. Und ohne dass ihr großartig aufgehalten werdet, das Wildenviertel und auch den Palastberg betreten, wenn ihr denn wolltet. Ja, wir haben sonst nichts zu tun. Gut. Ja, dort könnt ihr dann auch auf Irmegunde Myria von Rabenmund treffen, die Schlange von Romulus, die dort in ihrem Palast gerade mit vielen Beratern sitzt, die dann allerdings auch verabschiedet werden, wenn sie dann euch sieht, auch ohne eine Ankündigung. Weiß sie dann doch, dass ihr wichtig seid. Wird sie dann vor allem auch Rafim zunicken. Ah, und daran bringt sie dann mit ihrem verbliebenen Arm die anderen Berater gerade wieder zurück und wird sich dann erst einmal einen Becher Wein nehmen. Ihr seid also dem Ruf gefolgt, ja? Und ein erwidertes Mal in meiner schönen Stadt. So sieht es aus, euer Durchlaucht. Wir sind hier auf Bestreben der Kaiserin. Ich höre davon. Mich plagt das Vorhaben von Answin. Auch wenn ich ihn aus der Familie verstoßen habe, zieht er doch unaufhaltsam in Richtung Osten und sitzt jetzt irgendwo nördlich von uns, auf der anderen Seite des Sees. Wir wissen nicht genau, was er vorhat. Deswegen berichtete ich voller Sorge der Kaiserin davon.